Hallo, ihr seht schon an der hinter uns Kulisse, ich befinde mich nicht im heimischen Garten, sondern auf der zweiten Ruhrpott Barbecue KCBS Meisterschaft. Und auch ich habe mich hier mit vielen anderen YouTubern, die haben hier ganz viele Rezepte gemacht, mehrere Rezepte gemacht, unter anderem ist das jetzt eins davon und dieses ist jetzt das Skewers. Und Skewers ist nichts anderes wie Hackfleischspieße. Und wie die funktionieren und was wir dafür Zutaten brauchen, das zeige ich euch jetzt. Hier haben wir jetzt die Zutaten für das erste Gericht von der zweiten Ruhrpott Barbecue. Wir fangen hier vorne mit den Gewürzen an. Da drin sind 2,5 Esslöffel Salz, 2,5 Esslöffel brauner Zucker. Dann habe ich hier 2,5 Teelöffel Paprika edelsüß und 2 Teelöffel geräucherten Paprika. Den habe ich hier vorne so ein bisschen hingemacht. Das ist ein bisschen windig hier, deswegen ist da jetzt auch der Thymian drin. Von den Thymian habe ich 3 Teelöffel drin. Knoblauchpulver ist drin und zwar 3 Teelöffel. Und 2 Teelöffel Pfeffer. Da habe ich jetzt hier die neuen Pfeffersymphonie von Ankerkraut genommen. Das ist jetzt, wie gesagt, die Gewürzmischung für das Gehackte. Zu den Gehackten kommen wir jetzt. Da habe ich jetzt hier hinten so ein bisschen hingelegt. Ich habe jetzt 2,2 Kilo ungefähr von New Beef. Wir brauchen Bacon. Hier habe ich jetzt nur 3 Scheiben von den 500 Gramm. Ein bisschen Räuchermaterial. Da habe ich jetzt hier von Smokewood die Whisky Planks oder die Whisky Chips, die sind natürlich schon gewässert. Die lasse ich jetzt erstmal ziehen. Wir brauchen Spieße und wir brauchen Barbecue-Soße. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit dem Gewürz und dem Gehackten. So, jetzt haben wir hier die Gewürzmischung. Die rühre ich jetzt hier so grob einmal durch. Ich habe mich vorhin vertan. Ich habe 5 Esslöffel brauner Zucker gesagt. Das sind nur 2,5 Teelöffel. Also da bitte drauf achten, weil sonst wird das Ganze zu süß. Sofern ihr jetzt halt wirklich die ganzen Gewürze halt so durchgemischt habt und dann alles ordentlich verteilt ist, so wie hier in dem Fall. Und dann kommt das hier über das Gehacktes. Das wird dann jetzt alles ordentlich miteinander vermischt. Sobald das dann vermischt ist, geben wir dem Gehackten dann noch so, ich sag mal, 2, 3, 5 Minuten, damit das alles ordentlich durchziehen kann. Und dann formen wir die Bällchen. So, ist jetzt alles ordentlich durchgemischt. Ihr seht das jetzt halt schon von dem Paprikapulver, hat sich die Farbe auch leicht geändert. Was wir jetzt machen, und zwar, ich habe jetzt keine Maßeinheit für die Bällchen, die wir brauchen. Und zwar ist das hier halt so, ja, ist jetzt mal 2, 3 Finger breit und dann drehen wir das 1, 2 Mal und dann haben wir hier halt Bällchen. Das bereite ich jetzt schon so weit vor und wenn die dann vorbereitet sind, kommen wir dann zum Bacon. So, ihr seht schon, sind schon sehr, sehr gut vorbereitet. Das ist jetzt auch eine perfekte Größe. Ich habe jetzt hier den Bacon liegen und den benutze ich jetzt halt, um hier halt drumherum zu schlagen, wo ich eine Scheibe pro Bällchen, dann sieht das ungefähr so aus. Dann stechen wir hier gleich durch. Wir machen jetzt pro Spieß, hier haben wir den Spieß, pro Spieß, ich steche euch das jetzt hier schon mal vor, machen wir 3 Stück. Das sollte an der Zahl reichen. Oder 4, mal gucken. Machen wir ja 3 Stück reichen. Machen wir 3 Stück davon und dann gibt es eine Planänderung. Planänderung insofern, der Klaus-Dieter Haupert ist hier von GMG oder beziehungsweise der die GMGs hier in Deutschland vertreibt und da hat mir jetzt einen schon mal auf Temperatur gebracht und da sehen wir uns dann gleich am Grill wieder. So, Standortwechsel. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt nicht mehr am YouTube-Stand, sondern ich bin jetzt hier bei Back to Smoke, das heißt von Klaus-Dieter Haupert und habe mich jetzt hier an den GMG gemacht. Der GMG ist jetzt eingeriegelt auf 110 Grad genau und ja, also wie ihr wisst, ich liebe den Pelletgrill. Manche sagen halt, dass es halt so einfach ist, das Grillen, aber ich mag ihn halt perfekt. Ich lege jetzt die Skewers, oder das heißt die Spieße, lege ich jetzt hier alle hier oben auf diese Rosterhöhung drauf. Da bleiben die jetzt ungefähr für eine halbe Stunde drauf liegen und dann sehen wir uns wieder, wenn ich sie bestreiche. So, die Skewers sind jetzt noch im Pelletgrill, die ziehen jetzt schön auf Temperatur. Was ich jetzt hier habe, ist jetzt einmal die Hot Curry Soße von Dirty Harry und einmal die Honey Mustard Soße. Die Honey Mustard, ganz ehrlich, ist mein Favorit. Ich mache jetzt halb-halb und zwar mache ich jetzt die halben Skewers, also die Hälfte von den Skewers, mache ich mit der Honigsoße. Schütte ich jetzt schon mal hier rein und die andere Hälfte, die mache ich dann jetzt hier halt mit der Curry Soße. Und wie ich die bestreiche, sehen wir uns dann am Pelletgrill. So, sehen die nicht schon hervorragend aus?
wie gesagt, ich mache jetzt eine Hälfte mit der Honey Mustard Soße. Dazu halt einfach einen ganz normalen Pinsel nehmen und dann ab hier so ein bisschen einpinseln. Es reicht halt, wenn wirklich die Oberfläche halt ist. Wir können den auch gleich noch drehen, wenn ihr wollt, aber ich finde, der Geschmack sollte halt nur oben drauf sein, weil sonst ist der Geschmack von der Barbecue-Soße halt zu dominant und dann schmeckt man den Geschmack von dem Fleisch und von dem Bacon halt nicht. Ich pinsel das jetzt soweit noch ein. Wie gesagt, diese Hälfte jetzt mit der Honey Mustard Soße, die andere mit der Hot Curry. Und dann zieht das hier noch ungefähr für 10, 15 Minuten. Ich erhöhe die Temperatur dann auf 150. Es geht ja mit dem Pellet Grill sehr schnell und dann kann schon gegessen werden. So, es sind jetzt 20 Minuten geworden. Wir gucken mal rein. Perfekt. Ihr seht jetzt schon anhand der Farbe, auf der linken Seite sind die mit der Currysoße und auf der rechten Seite sind die gelben, ist natürlich halt klar, mit der Senfsoße. Ich nehme die jetzt runter und dann kann gegessen werden. Das waren sie also, die Skewers. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir wie immer einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer unter mir. Für weitere Tipps und Tricks schaut auf tobias.grill.de nach. Aber eins habe ich noch, und zwar von den Jungs, die jetzt auch hier alle gegrillt haben bei uns an YouTube-Zelt. Die haben auch sehr viele Videos gemacht. Schaut da einfach bei den Jungs vorbei. Oder ihr habt, wenn ihr einen Facebook-Account habt, ist sogar perfekt. Schaut auf der deutschen Barbecue-Szene nach und da findet ihr alle Videos und Rezepte.